Aufbau zur Magnetheizung, sogenannten Magnetheizung. Motor, Elektromotor, Kupfer, Rohrspirale. Hier ist eine drehbar gelagerte Holzscheibe mit Magneten. Jeweils, also insgesamt sind es 12 Magneten. Jeweils plus minus gepolt. Im Eimer 8 Liter Wasser mit Wasserpumpe und Schlauch, damit ein Wasserkreislauf entsteht, der die Kupferrohre kühlt, wenn die sich durch Drehung der Magnetscheibe erhitzen. So, der Elektromotor wird 230 Watt, ne? mit 230 Volt ca. 220 Watt im Leerlauf gemessen, und Messanzeige misst den tatsächlichen Wert, um über die Energiemenge bestimmen zu können, ob die Magnetheizung wirklich rentabel ist oder ob man gleich einen Tauchsieder nehmen kann. Im Eimer wird die Temperatur gemessen, die ist aktuell bei 5,5 Grad. Ja, jetzt sehen wir mal drauf. Ja, sieht man gut. So, ich lege das mal wieder da her. Da können wir nachher schauen. So, gemessen wird jede Minute einmal Temperatur, Wattverbrauch des Motors, Temperatur des Wassers. Ja, das Okay, ist der Versuchaufbau. dann starten wir mal. So. Die Zeit stoppen. Ja, Zeit stoppen wir jetzt einmal nicht. Doch. Okay, hast du eine Stoppuhr? Machen wir kurz auf Stopp. Nach 2,5 Minuten beträgt die Wassertemperatur 7 Grad. Der Verbrauch des Elektromotors immer noch bei 690 Watt. Die Wassertemperatur jetzt? So gleich, ein paar Sekunden noch, dann haben wir 4 Minuten. So, jetzt sind die 4 Minuten vorbei. Temperatur beträgt 7,98 Grad. Der Verbrauch vom Elektromotor ist auf 710 Watt gestiegen. Das ist natürlich ganz gut drauf. Vielleicht ist es schon im Warmkorn, dass er mehr verbraucht. Jetzt zeigt relativ viel Wind die Scheibe. Ja, das ist ja auch viel. Oh, der Wind kommt so, der an der Seite. So, und nur ein bisschen Wattner. Machen wir immer einen Schritt von 1,5 Minuten.
So. Jetzt haben wir gleich 5,5 Minuten. Schauen wir das Spiel. Oder ziehen wir mal drauf. Oder Zeit. Machen wir mal. Alter, mal tiefer. Tiefer, alles tiefer. Immer, bis da auf dem Bild. Dann kann man, ja, jetzt sieht man es. Ja? Ja, gut. Also gleich 6 Minuten. So, jetzt war weg, machen wir da. So, jetzt haben wir 6 Minuten. 9,1, 9,2 Grad. Und aktuell 725 Watt Verbrauch. Leidenschaft für Köln. Ja, der Verbrauch steigt gleich. Bei 10 Minuten machen wir Abbruch, weil sonst wir sehen ja, wie warm es wird, weil sonst wird das Video zu lang. Die Wassermenge im Eimer betrug 8 Liter. Was ist das noch da? So, jetzt haben wir gleich, schauen wir, 8 Minuten. So, wenn höher. Ja, ich komme jetzt nicht, ich gehe jetzt drauf. Okay, jetzt. Mein Handy ist anscheinend nicht. So. Jetzt sind wir gleich bei 8,5 Minuten. Und zwar jetzt. 10,7 Grad. 10,8 Grad. Verbrauch ist schon bei 700. Steigt an da 700, ja, 65 Watt. Der Verbrauch wurde jetzt relativ hoch, ne? Merkt das selbst mal, schade, dass ich hier tut, ne? Ja, jetzt kommt der Motor mehr und wird auch heiß. Jetzt haben wir 9,17. Dann machen wir noch bis exakt 10 Minuten. Ne? Oh. Jetzt ist er überlastet. Also 9,30. 11,4 Grad. Gut, der Motor hat sich jetzt abgeschaltet, weil er überhitzt ist. Okay, der hat sich überhitzt, da war dann die Belastung zu groß. So, Schaltung aus. Der muss ja abkühlen. So, und jetzt machen wir dann den nächsten. Das war jetzt 39, warte mal. Stoppen. 9,5 Minuten. So, ich mach durch Stopp.